Freunde und herzlich willkommen zur 9. Folge vom 3-Fragezeichen Adventskalender. Ja, gestern haben wir hier noch einmal zur Erinnerung diese Leuchtaufkleber gefunden. Und dann würde ich sagen, geht's doch auch gleich weiter mit der heutigen Folge. Kaum hatte Peter die Ventile in der richtigen Reihenfolge geöffnet, begannen die Schneekanonen schon wieder zu arbeiten. Justus knetete nachdenklich seine Unterlippe. Es war bereits das zweite Mal, dass in diesem Skigebiet etwas schiefgelaufen war. Von dem umgestürzten Baum erzählt der Alois Scheiber zunächst aber nichts. Denn dieser war begeistert. Jetzt kann zum Glück der Schneemann-Bauwettbewerb stattfinden. Ein Wettbewerb? Fragte Bob interessiert. Genau, die Gäste sollen bei Laune gehalten werden. Hier müssen die Teilnehmer möglichst exakt den Schneemann auf diesem Bild nachbauen. Gestern haben es schon einige Gäste versucht, aber kein Schneemann ist fehlerfrei. Wollt ihr es auch einmal probieren? Bob nahm dem Direktor den Zettel ab. Na klar, und wir machen bestimmt keinen Fehler. Sofort machten sich die drei Freunde daran, große Schneekugeln zusammenzurollen. In einer Kiste fanden sie alles, was zum Schmücken des Schneemanns benötigt wurde. Nach einer halben Stunde hatten sie den perfekten Schneemann gebaut. Dann lese ich euch jetzt die heutige Aufgabe noch einmal vor. Nur der Schneemann der drei Fragezeichen ist fehlerfrei und kommt der Vorlage am nächsten. Doch welcher ist es? So sieht das heutige Kalenderblatt aus. Und dann würde ich sagen, lösen wir doch diese rätselhafte Aufgabe. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar, was mir jetzt auf den ersten Blick hier, so im Gegensatz zu diesem Bild, bei den restlichen Schneemännern auffällt, ist, bei Schneemann Nummer 1 und bei Schneemann Nummer 2 ist der Schal jeweils anders gebunden als auf dem Bild. Also würde ich sagen, fallen die schon mal raus oder die kann man schon mal ausschließen. Bei Schneemann Nummer 4 ist hier die Karotte andersherum in den Kopf reingesteckt sozusagen. Bei Schneemann Nummer 3, da ist hier auch der Arm etwas anders als auf dem Bild, beziehungsweise hier ist auch der Mund gar nicht mit dem Bild hier zu vergleichen. Hier der Mund von dem Bild. Und bei Schneemann Nummer 5 stimmt der Mund auch überhaupt nicht. Da sind zu wenige Steine oder Kohle oder was auch immer für benutzt worden ist. Somit bleibt nur noch Schneemann Nummer 2 übrig. Und ich finde, der sieht auch am ehesten aus wie auf dem Bild. Dann schaue ich einmal, ob das stimmt. Ja, Antwort Nummer 2 ist richtig. Und jetzt suchen wir hier dieses Bild auf dem Adventskalender. So, Freunde, jetzt suchen wir das eben gezeigte Bild auf dem Kalender und ich habe es gerade gefunden. Jetzt mal kurz gucken, wie ich das hier aufmache. Gucken. Oh, was ist das denn? Ein Zweiteiler hier heute. Mal schauen, was man damit alles machen kann. Das lese ich euch aber jetzt vor. Als coole Verkleidung für deine Wintermütze kannst du dir einen Pompomball selber herstellen. Schritt 1. Stecke die Teile wie abgebildet aneinander. An den Rändern bleibt dabei ein Spalt. Zweitens, jetzt musst du dich entscheiden, ob du einen kleinen oder großen Wollball machen möchtest. Dafür umwickelst du mit Wolle ganz dick einen der beiden Kreise, halte dich an die Markierungsstege. Drittens, nun bindest du die Wollfäden fest zusammen, indem du ein etwa 20 cm langes Stück Garn in das Loch in der Mitte einfädelst und das Knäuel längs zusammenbindest. Du solltest den Knoten fest zuziehen und am besten dreimal verknoten. Viertens, schneide mit der Schere den Wollring am Spalt zwischen den beiden Teilen vorsichtig auseinander. Stecke die Schere dazu mit der Spitze in den Spalt und schneide einmal rundherum. Fünftens, jetzt ziehst du das Wollknäuel vorsichtig durch den seitlichen Schlitz heraus. Die beiden Enden des Sicherheitsfadens kannst du benutzen, um deinen Pompon festzubinden oder anzunähen. Wenn einige der Wollfäden zu lang sind oder aus deinem Ball herausragen, kannst du ihn noch etwas in Form schneiden. Jetzt kommt noch ein Tipp. Du kannst auch verschiedenfarbige Wolle kombinieren. Probiere einfach schwarz, rot, blau und weiß. Ja, und so sieht das jetzt hier aus. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier in der Anleitung gut erkennen. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch schon mit der 9. Folge vom 3-Fragezeichen Adventskalender. Wenn sie euch gefallen hat, dann dürft ihr selbstverständlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich ja draußen auch zum Schluss noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Folgen vom 3-Fragezeichen Adventskalender verpassen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!